Also ich würde sagen, im Moment sehen wir eigentlich eher das Gegenteil. Also im Moment sehen wir sozusagen, dass die Politik sehr wenig tut und wir sozusagen diese großen Plattformen haben, die die Demokratien zerstören. Wir übertragen diesen Plattformen das Recht, zum Beispiel Content zu löschen. Wir privatisieren sozusagen die Rechtsdurchsetzung. Wir in verschiedenen Bereichen von Propaganda, von Copyrights, von Hate Speech. Wir haben sozusagen dazu das Problem, dass wir sehr viel Ressourcen in die Sicherheitspolitik investieren und im Prinzip sich die Staaten gegenseitig ihre kritischen Infrastrukturen kaputt machen. Also ich würde sagen, im Moment haben wir sozusagen tatsächlich keine konstruktive Nutzung der Technik durch die Politik. Und ich würde mir das aber sehr wünschen, dass die Politik Technik anders nutzt. Also dass man zum Beispiel überlegt, okay, was können wir eigentlich mit diesen großen Datensätzen für gesellschaftliche Probleme lösen? Können wir sozusagen gucken, dass man CO2 reduziert kriegt, dass man Armut reduziert kriegt, dass man soziale Ungleichheit reduziert kriegt? Kann man Plattformtechnologien dazu nutzen, anders Informationen aufzubereiten für die Politik? Kann man möglicherweise diese Plattform auch nutzen, um einen bestimmten sozialen, ökologischen Wandel herzustellen? Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Politik diese Technologien mehr als Werkzeug begreift und nicht bloß als irgendwas, was sich so nebenbei entwickelt. Also ich glaube, wir bräuchten grundsätzlich in der Politik Menschen, die sozusagen überlegen, okay, welche Probleme können wir mit diesen neuen Technologien lösen? Welche Daten brauchen wir dafür? Welches Datenmanagement brauchen wir dafür? Auch welche Urheberrechte brauchen wir dafür? Also ich glaube, im Moment ist es so, dass die meisten Informationen, die die Politik bräuchte, um sinnvoll zu arbeiten, gar nicht frei sind. Und da müsste man sozusagen tatsächlich nochmal überlegen, wie kommt die Politik eigentlich an die Informationen, die sie braucht? Grundsätzlich denke ich, dass wir tatsächlich für die richtige Nutzung von Technologien in der Politik wirklich nochmal an die immateriellen Güter ran müssen. Also sozusagen sowohl an die Urheberrechte wie auch an Patentrechte und Ähnliches. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir Hate Speech und Fake News die ganze Zeit bekämpfen wollen, aber gleichzeitig die Verbreitung von guten Inhalten reduzieren. Es macht auch keinen Sinn, Milliarden auf die KI-Entwicklung draufzuschmeißen und gleichzeitig eine Urheberrechtsreform zu erlassen, wo die Nutzung von Datenbanken auf sehr wenige Kreise in der Wissenschaft beschränkt ist. Also ich denke, hier muss Politik nochmal überlegen, okay, welche Arten von Regulierung brauchen wir, um eine gute KI zu entwickeln?